bin vorbereitet und ich traue mir eine Medaille zu, aber es ist kein Selbstläufer, das weiß ich selber. Da ist das irgendwie so ein bisschen Glückssache, Tagesformsache und ich glaube auch so ein bisschen Köpfchensache. Wie viel oder wie sehr lässt man dieses gigantische Event Olympische Spiele an sich ran? So wie ich mich auf das Revier einstellen muss, was einfach sehr, sehr vielseitig ist, jetzt mal abgesehen von eventuellem dreckigen Wasser oder Müll. Es gibt Wasserströmungen, die komplett, nicht ganz neu sind, aber in der Stärke sind sie für uns neu, mit fast viermal so viel wie auf anderen Revieren. Also irgendwie muss man sich auf alles einstellen und so müssen wir uns auch auf die Thematik Dreckwasser einstellen, dass ich dann auch, glaube ich, die Gelegenheit hatte, vielleicht aufgrund des Wassers meinem aktuellen Sportstudio vom ZDF aufzutreten. Da kommt man als Randsportadler, was wir im Segeln ja sind, nicht unbedingt rein. Also das ist auch eine Chance, die wir bekommen haben, ab und zu mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ich glaube, jetzt sind es noch 2 Tage und dann, glaube ich, steht der sportliche Wettkampf im Fokus und das ist letztendlich das Wichtige.